Hallo, liebe YouTube-Freunde. Heute habe ich wieder was von Nape Games am Start und auch Tessura Games sind dabei. Und zwar geht es hier um Regnum DX von der Regnum Origins Collection, die ich euch hier schon beim Unboxing des Nape Games Pakets gezeigt habe. Nur dieses Spiel habe ich hier auf meinem Kanal noch nicht gezeigt und wollte das natürlich tun. Dummerweise war ich schon relativ weit in dem Spiel und habe aber jetzt hier bei den ersten Aufnahmen meinen eigenen Spielstand wieder überschrieben. Ja, ist leider so. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern, aber egal, vielleicht einfach nur mal ganz kurz, was kann man hier machen? Also neues Spiel, das fangen wir dann gleich natürlich mal an. Und den Chart-Mode, das ist sowas wie ein Boss-Rush-Mode, den finde ich auch ziemlich cool, den kann man von Anfang an auswählen. Ja, wer immer wieder auf meinem Kanal vorbeischaut, wird die anderen Spiele, nämlich Ploid Saga und die Sherry Games, schon gesehen haben. Und Regnum DX zeigt jetzt so ein bisschen den Zusammenhang zwischen den einzelnen Spielen und Teilen, den es nämlich gibt. Das heißt, wer die ganze Story erfahren will, ist mit dieser Collection ganz gut bedient. Ich will jetzt hier nochmal so ein bisschen lose durchswitchen, weil ich euch nicht die ganze Geschichte spoilern will, klar. Ne, das mache ich ja nie, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Ja. Und ihr seht, man fängt dann hier in einem ganz netten pixeligen 8-Bit-Stil, ja nee, eigentlich 16-Bit-Stil an. Aber es ist relativ einfach gehalten. Was ihr aber auch seht, ist, dass es recht farbenfroh und auch ganz gefällig ist. Und der Stil ist eben relativ typisch. Ja, und wir haben dann hier unsere Ersatz-Navi sozusagen, die kleine Fee, die uns dann hier immer durchlotst, die dann auch in anderen Teilen entsprechend etwas mehr eigene Rolle bekommt, was ich ganz nett finde. Ja, man kann Wallclimbing machen, das seht ihr hier. Und eigentlich so das, was man von solchen Spielen auch erwarten würde. Und man hat dann Nahkampf- und Fernkampfattacke. Ja, und natürlich kann man Power-Ups aufsammeln, auch so wie man das kennt. Natürlich hat man eine Menge, ja, viel Feind, viel eher. Ne? Das ist also eigentlich alles so, was man sich von Spielen dieser Art auch so erwarten würde. Die Gegneranimationen sind teilweise ein bisschen blockig, aber das gehört irgendwie so zum Grundcharme des Spiels. Ich finde es aber irgendwie ganz süß. Einzige Problem, was ich in diesem Spiel immer habe, wie auch in den anderen Spielen, die da ähnlich sind, ist tatsächlich die Tatsache, dass man halt die Levels wirklich auswendig lernen muss und teilweise eben auch sehr genau darauf achten muss, wo man hinspringt. Es gibt auch immer wieder versteckte Areale. Gefällig finde ich und nett auch insgesamt die Musik und das Ganze drumherum. Und so wie ihr jetzt hier gerade seht, die Pixelgrafik ist sehr schön bunt und farbenfroh und es gibt eine Menge fürs Auge. Wie gesagt, es gibt eine Menge zu entdecken, auch abseits der normalen Pfade. Manchmal muss man dann tatsächlich auch manche Levelabschnitte mehrfach gehen, um das eben auch sehen zu können. Und das hat dann schon eben auch so vom Dauerspaß eine Menge zu bieten. Ja, wie gesagt, leider kann ich euch jetzt einige Sachen nicht zeigen, die ich euch zeigen wollte, weil ich meinen eigenen Spielstand beim Testen überschrieben habe. Das ist dann natürlich einfach totales Pech. Ich muss dann nochmal von vorne anfangen. Herrgott, ja gut, nicht zu ändern. Insgesamt, wie gesagt, kriegt man sehr routinierte Plattformerkost geboten, die aber, finde ich, so von der Aufmachung her nett ist. Und wie gesagt, wer sich für die anderen Teile begeistern konnte oder die interessant findet, der kriegt hier halt das ganze Story-Paket geboten, was ich sehr schön finde. Insgesamt ist das hier, finde ich, mit der schönste Teil der Serie auch, wobei das einfach Geschmackssache ist. Ich persönlich mag auch sehr gerne Cherry Dreamland, weil ich die Grafik mit diesem, ja, wie soll man sagen, mit diesem Bernsteinfilter sehr hübsch finde und irgendwie sehr klassisch. Das interessiert mich auch sehr und das gefällt mir auch, aber das hier ist eben einfach sehr bunt und sehr hübsch und ja, alles ganz nett und ihr seht, das hat so einen Metroidvania-artigen Stil, wenn ich jetzt hier unten bin, ja, I'm Autobomb, come back later and I will open a new path for you. Das heißt also, wie ich eben schon sagte, man muss bestimmte Areale immer wieder mehrfach abgehen und findet dann auch Geheimnisse und neue Möglichkeiten und wenn man eben weiß, wie man da hinkommt, dann bombt er einem da jetzt wieder so einen Weg frei und solche Passagen gibt es tatsächlich reichlich und das finde ich auch ganz schön. Hier gibt es eine ganze Menge zu sehen und zu erkunden. Hier steht es auch, later you can return to the new area unlocked by Autobomb. Also ne, ich kann dann hier nachher wieder hin zurück und dann kann ich eben den Teil, den man dann da freigespielt hat, auch erkunden. Ja, und so ist das wie gesagt häufig. Das heißt also, immer wieder findet man Areale, wo man sich denkt, ja, guck mal, da ist irgendwas, wie komme ich da hin, was mache ich da? Und manchmal ist es auch ganz simpel, manchmal kann man auch einfach irgendwo durchlaufen, wie man das eben von Plattformen ähnlicher Art auch kennt.
Ja, das war es dann eigentlich schon. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Und mein Fazit ist, auf jeden Fall ein sehr nettes Plattformspiel mit Metroidvania-artigen Elementen, das man auf jeden Fall spielen kann. Es ist sicherlich kein Must-Buy, aber wer die anderen Teile so wie ich mag, der wird auch hiermit seinen Spaß haben. Und die Collection kann ich dann eben durchaus auch empfehlen. Und ja, ich persönlich finde es unterhaltsam. Man sollte allerdings wissen, dass der Schwierigkeitsgrad echt gepfeffert und gesalzen ist. Also an manchen Stellen ist das schon richtig fies, wenn man dann wirklich durch mehrere Abschnitte, wie ich eben sagte, die man auswendig lernen muss, durchwetzen muss, um dann irgendwo einen Stein auf die Rübe zu kriegen und dann wieder ganz vorne anfängt. Es gibt Rücksetzpunkte, aber ja, wie gesagt, das Spiel hat es in sich. Insgesamt aber auf jeden Fall ein Spiel, das ich empfehle. Mir hat es Spaß gemacht oder macht es immer noch Spaß und wenn ich es geschafft habe, wieder an der Stelle anzukommen, die ich jetzt dummerweise überspielt habe, dann habe ich sicherlich dann auch schon wieder ein ganz gutes Erfolgserlebnis. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und